die Zeit der Weihnachtsmärkte. Sie ist unter normalen Umständen doch eigentlich dazu geeignet, die Deutschen in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Wären da nicht die Tonnen an Beton, die zum Teil schwer bewaffneten Sicherheitskräfte? Spätestens seit dem 19. Dezember 2016 beschleicht viele Besucher ein unheimliches Gefühl. Die Angst geht um, dass es noch viel mehr Anis Amris über das Asylticket nach Deutschland geschafft haben könnten. Die zahlreichen Ermittlungspannen im Fall Amri haben vor Augen geführt, wie wenig die deutschen Behörden in der Lage sind, unsere Sicherheit zu schützen. Der nächste Terroranschlag, wie er sich vor einem Jahr am Berliner Breitscheidplatz ereignet hat, ist folglich nur noch eine Frage der Zeit. Als Symbol des Gedenkens blieb der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember geschlossen. Doch ist das der richtige Weg? Wäre es nicht vernünftiger, die Grenzen zu schützen und die illegale Migration zu bekämpfen? Einige Städte verzichten mittlerweile gänzlich auf die Durchführung von Weihnachtsmärkten, weil die Kosten der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen für viele Betreiber kaum finanzierbar sind. Wir wollten wissen, was die Besucher denken und waren erstaunt über die Gleichgültigkeit oder sogar Abgestumpftheit der Menschen diesem Thema gegenüber. Der Weihnachtsmarkt hier wird am 19.12. für einen Tag geschlossen, anlässlich des Jahrestages des Anschlages. Was halten Sie von dieser Geste? Ist wahrscheinlich angebracht, ja. Also man soll schon auch gedenken daran, was passiert ist, aber man soll sich nicht davon einschüchtern lassen. Also man soll es trotzdem genießen und weitermachen wie immer. Das ist sehr gut. Also genau, im Gedenken an die Toten finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich finde es gut. Ich finde es gut, man sollte dran denken. Nicht übertreiben, aber den Tag finde ich okay. Wir waren letztes Jahr eine Woche vorher hier für denselben Arbeitseinsatz. Und waren sehr erschüttert und ich finde, man sollte diese Leute nicht vergessen. Nee. Und dann ist es jetzt ja so, dass hier rund um den Weihnachtsmarkt überall Betonsperren aufgebaut sind. Was empfinden Sie bei diesem Anblick? Ist also, ein normaler Anblick, genau, weil genau. Auf den anderen Weihnachtsmärkten ist das auch überall. Also, wir kommen aber halt erst in diesem Jahr, ne? Ja gut, ja. Aber keine Ahnung, bei uns, also in Göttingen ist es eine kleine Stadt, da laufen auch Polizisten mit MPs durch. Also für uns ist das ganz normal und wir fühlen uns trotzdem sicher. Wie empfinden Sie diesen Anblick? Das stört mich eigentlich nicht. Hauptsache, ich fühle mich sicher dadurch. Mich stört's auch. Fühlen Sie sich sicher? Ja. Sicherer durch die Betonsperren? Ja. Obwohl, passieren kann immer was. Schlimm ist ja eigentlich, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass wir schon diese Betonsperren brauchen, um genau uns abzusichern. Genau so sehe ich das auch. Es ist schlimm, dass das so läuft. Naja, also ich denke schon, dass also der Terrorismus schon überall ist, aber ich denke auch, dass die Betonsperren, auch wenn die einen treffen wollen, da trotzdem nicht die genügende Sicherheit geben. Also insofern. Am Brennpunkt des Geschehens findet sich wie so oft die NPD. Bei einer überparteilichen Kundgebung unter dem Motto "Die Grenzen schließen nicht die Weihnachtsmärkte" am 19. Dezember sprachen der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz, der Organisationsleiter der NPD Sebastian Schmidtke sowie der stellvertretende Parteivorsitzende Ronny Zasok. Außerdem sprachen Erik Graziani von Wir für Deutschland aus Berlin sowie Alexander Koth von der Thygida e.V. Dann wird es die Menschen treffen, die euch ans Herz gewachsen sind. Es ist eure Erde. Kämpft für diese Erde, denn wenn ihr diese Heimat verliert, dann werden wir alles verlieren. Und wir stehen heute hier, um diesen alltäglichen Terror gegen das deutsche Volk anzuprangern, aber auch deutlich zu machen, wer die politisch Verantwortlichen für diesen alltäglichen Terror sind. Es sind die Politiker, die Deutschlands Grenzen faktisch beseitigt haben und dem Terror damit Tür und Tor geöffnet haben. Am Rande der Kundgebung trafen wir auf den NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz. Auch er ist der Auffassung, dass angesichts der Terrorgefahr in Deutschland und Europa nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden darf. Es gibt keine Entschuldigung für Terroranschläge. Aber wenn wir die Ursachen dieser Anschläge wirklich bekämpfen wollen, müssen wir zwei Dinge beachten. Erstens, Sicherheit gibt es vor allem durch sichere Grenzen. Wir müssen unser Land und unsere Heimat schützen. Zweitens, Schluss mit der Beteiligung Deutschlands an Auslandseinsätzen, an Kriegen in der ganzen Welt. Wir wollen nicht, dass unsere Soldaten im Ausland eingesetzt werden und sich an den Kriegseinsätzen fremder Mächte beteiligen. Sicherheit für Deutschland durch Frieden. Die STV meint, wir haben lieber eine Festung Europa und sichere Grenzen als Terrorangst und eingemauerte Weihnachtsmärkte.
Lesen Sie hierzu auch die Januar-Ausgabe der Deutschen Stimme, die ebenfalls mit dem Titel aufmacht: Die Grenzen schließen, nicht die Weihnachtsmärkte.